Was geht ab? Mein Name ist Zero Baby, Regenmacher. Ich bin Rapper und Musiker aus Berlin-Schöneberg. Einen noch. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Zero Baby, für immer. Das ist komisch, dass die Frage, wie geht's dir, heutzutage so eine Floskel ist. Genau deshalb habe ich auch mal gerappt. Ach, Baby, frag mich nicht, wie es mir geht. Ich bin immer noch hier unten unterwegs. Aber tatsächlich, heute geht's mir sehr, sehr gut. Ich habe einen sehr schönen Tag bis heute gehabt. Die Sonne scheint, es wird Frühling. Licht ist immer ganz wichtig für mich und mir geht's sehr gut. Danke. Jeder sagt, ich darf nicht so sein, sagt mir, ich soll so sein. Bitte fick nicht meinen Kopf. Sagen wir so, ich habe mir viel Zeit genommen, mich selber zu finden. Und auch intensiv gesucht. Ich hab schon immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht ganz mit mir. Und ich krieg's nicht repariert und ich hasse mich so dafür. Und ich hab so ein paar sehr wilde Jugendjahre gehabt, eine sehr wilde Sturm- und Drangphase gehabt. Papa und Mama, bitte schaltet jetzt weg. Ich habe auch sehr früh angefangen, intensiv Erfahrungen mit Drogen zu sammeln und mich auch so ein bisschen mit der Polizei gemessen und so weiter und so fort. Dann später, aber Gott sei Dank, Abitur gemacht, bisschen rumstudiert, war dann auch nichts für mich. Ist dann auch nochmal alles ein bisschen chaotisch geworden. Ja, also ein bisschen, also mein Lebenslauf ist ein bisschen chaotisch, glaube ich. Wenn ich ehrlich bin, ich hab mein Leben nie gemocht früher. Zu viel Depressionen in meinem Kopf früher. Je ehrlicher ich zu mir selber war, umso stringenter wurde mein Lebensweg. Also ich glaube, man muss irgendwann einen Blick dafür entwickeln, was man wirklich ist und sich so ein bisschen realistisch fragen, was brauche ich denn wirklich? Nicht, was soll ich sein oder was wäre cool, wenn ich das wäre oder womit würde ich die Erwartungen, die andere an mich haben, befriedigen, sondern einfach mal so ein bisschen so darauf zu hören, was ich wirklich will. Das hat mir gut geholfen. Ehrlichkeit, bedingungslose Ehrlichkeit zu einem selber. Identität war immer ein riesen Schlagwort in meinem Leben. Mit wem soll ich mich hier bitte identifizieren? Etwa mit denen? Das klappt nicht, ich hab's noch probiert. Das sieht man mir jetzt nicht an, so, aber ich bin halber Tunesier. Ich hab ungefähr 845 Tanten und Onkels aus Tunesien. Ich hab dann einen kleinen deutschen Teil so. Das ist schon mal das eine, diese kulturelle Identität. Weil da, also ich persönlich kann mich da jetzt zu keinem von den beiden wirklich zuordnen. Ich könnte nicht sagen, bin ich ein deutsch aussehender Tunesier, bin ich ein tunesischer Deutscher, so irgendwie, also diese Nationalität und Identität hatte ich irgendwie schon mal nicht. Denn ich sehe mich nicht als Teil von euch, nein, ich brauche keinen von euch, nein, ich vertraue keinem von euch, mein Lächeln ist aus Stein für euch, von mir aus sei doch gegen mich, kein Problem, es geht schon, sollt ihr alle doch verbrennen, Zero reimt sich auf Nero. Und könnte man natürlich auch sagen, dass ich so sehr viel Scheiße gebaut habe mit Kriminalität, Drogen, Graffiti, Raub und so eine Scheiße und halt irgendwie auch in Schöneberg in einem gewissen Milieu groß geworden bin, aber ich war halt auch nie so der Hardcore-Street-Typ. Aber in der Schule war ich halt auch einfach viel zu problematisch, um Streber zu sein, obwohl ich gute Noten hatte. Deshalb diese Rolle hat auch schon mal gefehlt. Und deshalb, und ich glaube, ich bin auch einfach ein von Natur aus ein extremer Charakter. So, wenn, dann richtig. So, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Wenn ich mein Abi mache, mache ich mit 1,0. Aber wenn ich nicht mein Abi mache, dann bin ich auch kurz vor. Also so, ich messe mich gerne an Extremen und das kommt vielleicht auch. Vielleicht musste ich meine Identität in Grenzerfahrungen erstmal finden. Egal was kommt, renn so schnell wie du kannst, Baby. Und da gucken, so, wie bin ich eigentlich? Scheiß auf die alle, ich glaub nur an mein Herz. Ein sensibler, harter Hund. Doch das Geheimnis vom Regen ist das Fallen zu lieben. Das muss man überhaupt erstmal verstehen und sich auch trauen. Manchmal hört sich Regen, fast haben wir Applaus. Es ist sehr leicht, in den Fußstapfen von anderen laufen zu können, aber da übersieht man sich selber auch manchmal drin. Und genau deshalb habe ich auch irgendwann so wieder dieses Stichwort bedingungslose Ehrlichkeit auch angefangen, meine Musik wirklich so zu machen.
wie ich mich wirklich im tiefsten Inneren fühle, weil das ist ja auch mein Job, ich bin ja jeden Tag damit konfrontiert. Und ich habe mir da irgendwann gesagt, so, nee, das halte ich auch nicht aus irgendwie. Es gibt ja Leute, die konstruieren sich dann so ein Image und versuchen das die ganze Zeit zu befriedigen so. Und das hätte mich verrückt gemacht. Ich drücke aufs Glas, fahr so schnell wie ich kann und ich halt mich an. In letzter Zeit weiß ich nicht mehr so ganz, wo ich bin und wo lang. In manchen Texten sage ich mir auch selber die Sachen, die ich hören muss. Ich verliere die Kontrolle, verdammt. Und ich glaube, ich verliere mein Verstand. Halt mich auf, wenn du kannst. Bitte sei meine Wand. Ich brauch's, diese aufgestauten Energien rauszulassen und auch zu was Echtem zu werden. Ich denk viel nach. Da ist ein Sturm in meinem Kopf, da ist ein Sturm in meinem Glas. Heute Nacht bin ich ja das, was du nicht an mir magst. Mein Kopf ist sehr, sehr, sehr laut. Und ich bin oft für alles dankbar, was dem so ein bisschen Abhilfe verschafft, was natürlich früher sehr, sehr schnell immer in destruktives Verhalten umgeschlagen ist, weil das sehr leicht ist. Das sind sehr einfache Tools, ne? So Flucht vor einem selber. Und habe da natürlich mir jetzt für mein Leben ein paar bisschen nachhaltigere Umgangsstrategien auf dieser Suche nach so Ruhe gesucht. Und sie schreit, Baby, sag mir, wo du bist. Mitternacht in der Gegend. Und ich weiß, Baby, dass du mich vermisst. Immer dann, wenn es regnet. Mitternacht, lost so wie immer. Ich merke, je mehr Rhythmus ich in meinem Leben habe, ne, also sei es so ein biologischer Schlafrhythmus, auch so, sagen wir mal, ein Essensrhythmus. So, ne, also je mehr Routine in meinem Alltag ist, umso weniger muss ich die einzelnen Dinge durchdenken und umso freier macht mir, also dieser Rahmen macht mich schon auf eine Art und Weise frei. Das ist sehr wichtig für mich. Und dann natürlich so, wie soll ich denn das nennen? Also ich glaube, ich musste auch lernen, so eine Form von geistiger Hygiene zu praktizieren. Mich nicht ständig mit Einflüssen zu bombardieren und so Auszeiten zuzulassen. Letztes Jahr war so verrückt und jedes Jahr wird noch verrückter. Kann nicht mehr schlafen, seit ich jeden Traum erfüllt hab. Ich habe so sehr ausgeprägte Fühler. Ich nehme so sehr, sehr viele unterschiedliche Graustufen wahr und muss da auch einfach so Phasen schaffen, wo ich nichts wahrnehme. Damit ich auch mal die Sachen verarbeiten kann und ein bisschen runterkommen kann. Dieses wirklich auch mal zu sagen, ey, hier ist eine Grenze, hier sage ich mal nein. Und ein bisschen am Rhythmus zu arbeiten. Vielleicht nicht 48 Espressos nach dem Aufstehen zu trinken, vielleicht nicht zu viel feiern, vielleicht nicht die ganze Zeit Musik hören und so. Das ist die Basis des Ganzen und das sind kleine Sachen, aber die sind schon sehr essentiell. Zero Baby, für immer Regenmacher, Fresse in der Juice und auf dem Fashion Week Cover. Ich bring das Ding nach Hause, keine Sorge, alles gut. Willst du wissen, wo ich bin, dann hör den Regen einfach zu. Ich rede auch mit Leuten, aber ein bisschen zu wenig. Ist halt auch so manchmal schambehaftet und manchmal weiß ich auch gar nicht, was ich sagen soll. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Das ist halt einfach manchmal auch alles sehr irrational und so. Also ich meine, so Gedankenschlösser gehen sehr schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Und dann selbst wenn ich das verbalisieren wollen würde, sitze ich da und denke mir so, Mann, was ist denn jetzt eigentlich das Problem an dem Ganzen? So, aber es ist halt gigantisch und also ja, komisch. Muss ich noch ein bisschen trainieren. Baby, sieh zum Himmel, wenn die Wolkendecke bricht. Denn du weißt, wenn ich falle, nehme ich jeden von euch mit. Also ich glaube, das kann man so sagen. Ich finde generell, dass das Wichtigste an Kunst und das wirkliche Gold in der Kunst ist Authentizität. Und ich finde, es ist einfach super wichtig, dass Künstler authentische Musik machen. Leb einfach deine Realität und versuch die zu machen, weil das ist auch das, was mit den Leuten resoniert. Und da ist mir ein bisschen zu sehr, dass ich das Gefühl habe, dass Leute denken, im Rap musst du immer über dieselben Sachen reden, so Schema F. Und das finde ich für mich persönlich einfach voll langweilig. Da würde mein Alltag mich auch wirklich anöden, wenn ich das machen würde. Und deshalb mache ich Musik über meine gelebte Realität, über meine tiefsten Gefühle, darüber, wenn ich glücklich bin, darüber, wenn ich traurig bin, darüber, wenn ich verzweifelt bin, darüber, wenn ich wütend bin, wenn mein Herz gebrochen ist und so. Baby, dich zu lieben ist so unfassbar grausam. Aber schon okay. Ich glaube, ich brauch das. Da ist ein Loch in meinem Herzen und ich finde kein Halt, Babe. Viel zu schnell, wie ich leb. Ich glaube, ich werd nicht so alt, Babe.
gibt schon auch einen Haufen Leute, die sagen, der macht nur Musik für Emo-Mädchen. Aber ist mir auch scheißegal, weil es ist halt nicht so. Ist mir so krass scheißegal. Was verdammt hast du mit mir gemacht? Ich war die ganze Nacht am Trinken und hab nur an dich gedacht. Aber in der großen, im großen Durchschnitt kriege ich sehr, sehr starken Zuspruch. Und das gibt mir auch irgendwie voll viel Kraft, weil ich auch sehe, also andere sehen dadurch, dass sie nicht alleine sind. Ich sehe dadurch, dass wir nicht alleine sind. Wir sind alle gemeinsam so ein bisschen einsam und dadurch doch gar nicht mehr so einsam. Und dadurch entsteht einfach, auch wenn ich über meine Schwächen Musik mache, kommt da so eine Energie bei rum. Und also die Energie, die ich zurückbekomme. Und das ist krass. Also muss ich mich auch erstmal irgendwie trauen, aber zwar eine gute Entscheidung. Hat, glaube ich, auch viel mit Selbstvertrauen zu tun. Ich finde, Selbstvertrauen wird total missverständlich gebraucht heute. Die Leute denken immer so, Selbstvertrauen ist ein großes Ego. Ich finde, das ist was ganz anderes. Selbstvertrauen ist irgendwie so auf sich selber vertrauen können. So Kohärenz in dem, was man tut. Und also was man sagt und was man tut. So. Und dann zu sagen, ey, wenn ich das sage, dann kann ich mir selber vertrauen, dass ich das mache. Und dadurch resultiert dann auch wiederum dieses gesunde Selbstvertrauen. Was auch sehr wichtig ist für eine Identität. Ja. Gib mir Bass, gib mir Liebe, gib mir Power, gib mir Rage. Gib mir Bass, gib mir Bass, gib mir Liebe, gib mir Power, gib mir Rage. Gib mir Bass. Das Einzige, was ich, glaube ich, dazu gerne sagen würde und den Leuten mitgeben würde, ist: Erlaubt euch, euch Zeit zu nehmen. In den allermeisten Fällen sind die Dinge nicht so wild, wie man das in dem Moment glaubt. Also so ein bisschen, manchmal, wenn es zu viel wird, eine Vogelperspektive einnehmen, ist ganz gut. Und mutig sein. Seid mutig genug, euch Zeit zu nehmen für euch selber, weil dann wird es voll geil. Dann kommt ihr irgendwann wirklich irgendwo an, wo es richtig lebenswert sein kann, wo es richtig Spaß macht. Gestern Nacht hab ich vom Fliegen geträumt und es war wunderschön. Und ich schwor mir nie mehr umzudrehen. Ich war ganz oben, Mama, und alle haben's gesehen. Und wenn ich falle, will ich wie die Sonne untergehen.